Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Liebe Grüße aus Hogwarts und die große Eskalation, denn der Kampf zwischen dem Schamanen und Lord Voldemort, eigentlich auch Kim Virginia, geht nun weiter, denn jetzt hat der Schamane auf TikTok in einem endlos wirkenden Livestream ausgepackt gegen Kim Virginia und hat alles richtig gestellt, was damals wohl so falsch erzählt wurde. Und das ist insofern ganz interessant, denn er selbst sieht sich ja als Schamane, als jemand, der, sagen wir mal, gute Taten vollbringt. Und die große Frage, die ich mir dann gestellt habe, wo war denn dieser Anspruch der guten Taten, als du Kims schlechte Taten gedeckt hast damals im Dschungel und ihr als loyaler Freund zur Seite standest und nur weil sie jetzt über dich oder gar nicht mehr mit dir redet, anfängst auszupacken. Das ist für mich persönlich auch wieder ein ganz, ganz schlechter und mieser Charakterzug. Und ich weiß, dass einige das vielleicht anders sehen mögen, weil man ja relativ schnell dieses Gefühl hat, dass man ein Problem mit Kim hat. Das finde ich völlig korrekt, aber dennoch finde ich es von einem ehemaligen Freund, der ihr denn dann die Stange gehalten hat, als sie mutmaßliche Lügen erzählt hat, um sie denn dann 7 Monate später aufzudecken, wobei ein Mensch hier wirklich öffentlich diskreditiert wurde, nämlich Mike Heiter. Das finde ich persönlich ziemlich erbärmlich. Aber das gucken wir uns alles jetzt einmal in Ruhe an. Und wer mich fragt, ob ich nicht auch Angst hätte, dass man hier die Katzenreporter verzaubern könnte, das ist meine Antwort. Ja. Ich habe überall Käsefreunde auf der ganzen Welt, auch in der Unterwelt. Und von denen kommt nämlich der Höhlenkäse, wenn du verstehst, was ich meine. Knick. Meine Lieben, es fehlen nur noch 12 Abonnenten. Dann haben wir es geschafft. 33.600. Und wenn du hier gerne die Videos schaust und hier dich weiterhin gerne informieren möchtest, dann für dich herzlich eingeladen, dich unserer Trash-Familie anzuschließen. Ich sende für euch dreimal, nicht nur aus Hogwarts, auch von anderen Themen. Und vielleicht habt ihr ja Lust. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an alle Bestands-Trashies fürs Teilen dieser Videos. Und ich würde sagen, wir starten. Ach, was soll ich euch erzählen? Also dieser Livestream gestern, ich selber war nicht mit dabei. Ich selber bin auf TikTok so gut wie gar nicht vertreten, was auch wirklich Gründe hat. Und ich bin froh, dass Layla selbst auf TikTok war, mitbekommen hat, dass der Schamane online gegangen ist und denn dann auch selbst diese ganze Story abgefilmt hat, sie Mike geschickt hat und Mike hat sie hochgeladen. Das können wir an einem Punkt nämlich gleich sehen. Also, ich habe es gerade schon angekündigt, der Schamane setzt sich hin und macht jetzt einen auf, ja, ich verrate jetzt Kim. Gut. Wir brauchen das Katzenreporter-Handy. Da ist es nämlich schon. Und ich würde sagen, wir gucken uns diesen Livestream jetzt an. Zumindest das, was für Mikes Unschuld relevant ist. Denn das finde ich mit am wichtigsten. Alles, was sie dann doch für persönliche Probleme haben. Also jetzt der Schamane und Kim. Das ist das eine. Aber ich finde, wenn man jetzt hier Kim monatelang gedeckt hat und Mike hier wirklich um seine Ehre mitkämpfen musste, mit das, was man ihm so unterstellt hat, finde ich, hat die Öffentlichkeit auch das Recht zu erfahren. Und dann muss jeder sich seine eigenen Gedanken machen, wie weit man trotzdem dem Schaman hier jetzt gut finden muss oder nicht. Wir gucken mal rein, Feuer frei. Nee, jetzt, ich sprich von Loyalität, aber lästert von 1000 Menschen. Naja, Maus, meine Loyalität gilt dir so lange, solange du mir loyal gegenüber bist. Wenn du mich aber verarscht und vor den Zug schubst, hast du natürlich logischerweise meine Loyalität. So, ihr seht schon Hi Haha und da seht ihr Layla. Also Layla war im Chat und Layla hat das aufgenommen und Layla hat das gepostet und hier oben seht ihr, dass das von Mike repostet wurde. Das ist so dieser Hintergrund, dass ihr jetzt wisst, dass Layla im Chat ist. Nicht mehr verdient. Und dann spreche ich natürlich auch, da wir, wie gesagt, beide Personen des öffentlichen Lebens sind, auch öffentlich über diese Situation. Ganz. Gleich zu Beginn, er sagt, wenn man ihm gegenüber nicht mal loyal ist, ist er auch nicht mehr loyal. Mag ja alles sein, mag ja alles völlig korrekt sein, aber können wir bitte noch einmal festhalten, dass er nach dem Dschungel Kims Instagram-Account, ich glaube, 2, 3 Wochen gemanagt hat und hier auch immer wieder Fragensticker über Mike, über Leia mit reingenommen hat, darüber geredet hat, darauf gereagiert hat. Wollen wir bitte festhalten, dass alles, was er jetzt Kim
Vorwurf, was eine Lüge war, dass er das selbst mit unterstützt hat und dass er selbst hier auch wirklich im Dschungel mit denn auch gelogen hat in den Interviews. Also ich möchte das hier einfach nochmal festhalten, weil er sich jetzt so als der gute spirituelle Oberschamane hinstellt, aber er ist einfach kein Deut besser gewesen als Kim. Mag sein, dass jetzt die Reue ihn packt. Mag ja sein. Und da kann man dann auch vielleicht ihm dann noch so ein bisschen zugute heißen, dass er es schafft, jetzt 7 Monate später auszupacken. Ich persönlich unterstelle ihm hier einfach nur, dass man das nur macht, um jetzt ins Gespräch zu kommen. Das ist einfach ein ganz, ganz ekelhafter Zug aus meiner Sicht. Einfach. Danke für das Herz. So einfach ist nämlich der Fall. Was ist passiert zwischen dir und Kim? Ja, das... Für mich gab es auch gar kein Problem. Sie hatte nur offensichtlich ein Problem damit, dass ich mittlerweile dann auch dem roten Teppich und so weiter genauso interessant war wie sie. Und das hat uns ja nicht so ganz gefallen. Danke für das Herz, du Maus. Ja, kann natürlich sein, dass Kim damit ein Problem hatte, dass die Öffentlichkeit vielleicht an ihnen ein bisschen mehr interessiert ist. Aber es muss man ja auch dazu sagen, dass der Schamane jetzt ja nicht nur durch das Dschungelcamp irgendwie in der Öffentlichkeit stand. Der stand ja schon vorher in der Öffentlichkeit, hat ja vorher schon in was auch immer irgendwie sein Unwesen getrieben. Also es gibt diese Kunstfiguren, nenne ich sie jetzt mal, schon seit einiger Zeit. Ja, nur durch diesen ganzen Layla-Kim-Konflikt ist er halt selbst auch ein bisschen bekannter geworden, ja. Hat sie gelogen mit Mike? Welche Situation meinst du? Danke, Sepsi. Also die richtige Frage wäre gewesen, warum hast du gelogen mit Mike? Warum hast du denn Kim bei ihrer Lüge unterstützt? Das ist für mich auch eine Lüge. Das hätte ich viel spannender gefunden. Punkt ist der. Kim weiß halt auch sehr, sehr gut, wie das Ganze funktioniert. Die hatte auch natürlich ihre Strategie. Gut, die hat dann jeder im Dschungel gehabt, sagen wir mal so. Aber sie wusste halt schon, sie geht da rein und macht halt die Krawallschachtel. Und hatte halt ja vor, so ein bisschen den guten Mike auseinanderzunehmen, weil der halt nicht so wirklich gezogen hat, ne? Ja, und damit hat das bestätigt, was viele, viele damals ja schon vermutet haben, was wir hier auch bei den Thrasher Lights gesagt haben. Die Mission war wirklich einfach hier im Dschungel mit Mike abzurechnen, ihn wirklich vor der öffentlichen Nation, kann man ja schon sagen, schlecht darzustellen. Und ja, ich muss es noch einmal sagen, er stand ja dahinter. Also er stand damals ja dahinter. Machst du da Okra? Yes, und ich liebe Okra! Stimmt das, dass sie bei Mike an der Hoteltür stand? Nee, das war aber auch nie die Aussage. Die Aussage hieß ja, dass er angeblich bei ihr an der Tür stand. Danke fürs Herz. Genau, das war diese ganze Geschichte, als damals Mike angeblich, nachdem die sich ja aus dem Dschungel so gezofft hätten, dass er dann trotzdem nachts an ihrer Tür stand, an der Hoteltür, um dann unbedingt mit ihr nochmal ein bisschen Spaß zu haben. Und Mike hat immer gesagt, dass das nicht stimmt und hat dann auch damals den Anwalt eingeschaltet, um so diese Behauptung aus der Öffentlichkeit zu bekommen, so war das damals. An dem Abend vor der Abreise. Und das ist ja genau der Punkt, das ist ja das, was ich... Da dachte sie, das ist ja das, was sie jetzt ja uns allen anderen vorwirft. Wir würden ja die Dinge nur machen, um über sie im Gespräch zu bleiben. Sie ist aber die Maus, die sich halt sowas aus dem Hintern zieht, dass halt irgendeine Person auf einmal nachts vor ihrer Tür stand. Ne? Ja, also es war eine Lüge, hat er jetzt auch nochmal bestätigt, war ja eigentlich auch allen klar, aber trotzdem, es gibt immer so einen Rest-Community-Anteil, der dann Kim doch glaubt und dann Mike dafür dann beschissene Nachrichten schreibt und ihn angreift und er einfach, wie gesagt, in der Öffentlichkeit ein schlechteres Image bekommt, für etwas, für was er eigentlich gar nichts kann, ja. Und ich finde es gut, dass er jetzt drüber spricht, aber ich hätte es besser gefunden, hätte er es damals schon getan. Danke dafür! Um halt am nächsten Tag eine Schlagzeile zu haben. Danke für das... Ja, keine Schlagzeile, sondern eine Schlafzeile. Kann man so sagen. Herz. Und sie wollte da auch immer so ein bisschen mich... Sie muss das machen, um im Gespräch zu bleiben. Muss man das halt machen. Ja, und ich so, nee, Maus, ich kann das nicht so. Also schon gar nicht kann ich mir irgendwelche Stories aus dem Hintern ziehen, die nicht stimmen. Nee. Ich habe da fast einen Herzinfarkt gekriegt. Sie hat ja dann noch auf dem Flug, hat Mike ja seinen Rechtsanwalt eingeschaltet. Boah, nee, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf auf so einen Scheiß.
mir irgendwas aus dem Hintern zu ziehen, was nicht stimmt, auf die Gefahr hin, dann auch irgendwie Stress mit einem Anwalt zu bekommen. Und dann hat sie, sie hat zwar so getan, als hätte sie es nicht interessiert, aber danach, beim Wiedersehen zum Beispiel, hat sie ja gesagt, ja, dann ist es halt so, wenn der Mike sagt, es stimmt nicht, dann stimmt es halt auch nicht, ne? Ja, also ich glaube, er gibt die Situation gerade sehr glaubwürdig wieder, denn genauso war es auch in meiner Erinnerung, ja, Kim hat sich denn dann beim Wiedersehen so geäußert? Ja, während des Fliegens hat Mike den Anwalt eingeschaltet. Das sind auch so die Informationen, die wir hier hatten. Ich glaube auch, dass ihm die Düse ging, als er denn dann gehört hat, dass hier ein Anwalt jetzt vorgeht gegen diese Falschbehauptungen. Ich glaube auch, dass Kim die Düse ging, denn das kann einfach teuer werden. Man muss immer noch mal ein bisschen differenzieren zwischen, wenn zwei Menschen sich streiten oder aber wenn zwei Menschen sich öffentlich streiten und dadurch dann auch der öffentliche Ruf kaputt geht. Das ist noch mal, sagen wir mal, vom Schadensbild deutlich größer, also auch deutlich teurer. Und ja, also ich kann schon verstehen, dass denn die Düse ging, aber ich habe es jetzt, glaube ich, schon viermal gesagt, er hat es unterstützt. Er hat es einfach unterstützt, ja. Eben, habe ich auch gar nicht nötig. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Das sage ich auch mal zu den Produktionsfirmen. Also ich hatte jetzt auch durchaus einige Anfragen, auch für Trash-TV-Formate. Und ich kann halt da wirklich sagen, mache ich oder mache ich nicht. Weil der Punkt ist der, ich kann halt auch noch was. Ich habe schon eine Karriere, schon vorher, vor Trash-TV. Ich kann was. Ohne Trash-TV und muss das nicht machen. Und ich muss nicht auf Teufel komm raus irgendwelche Sachen erfinden, um halt im Gespräch zu bleiben. Das brauche ich nicht. Ne? Also, hast du damals wirklich einen Fluch gelegt? Auf wen? Also, ich mach das öfter mal. Ich bin eine Waage. Wer ist noch Team Waage, ihr Mäuse? Was hältst du davon, dass sie nach Dubai ausgewandert ist? Naja, das ist halt, glaube ich, so ein Hirnfurz, wie das halt aktuell irgendwie viele haben, die dann irgendwie meinen, das ist jetzt ihr Durchbruch, die müssen jetzt nach Dubai. Wollen wir festhalten, dass es bei uns die Gehirnschlümpfe sind, was bei Kim der Gehirnfurz war? Mal ganz abgesehen davon, dass man dann natürlich hart Steuern spart. Und wenn man natürlich in solchen Formaten, rollt ja erstmal der Rubel. Also da verdient man ja schon ganz gut. Gerade auch, wenn man natürlich Krawall macht. Aber, also Dubai wäre halt auch so Nullenland für mich einfach. Also sorry, das ist halt nicht so für mich, ne? Was denkst du über Kim und Tim? So, jetzt wird es nämlich nochmal richtig interessant. Über Tim werden wir heute im Laufe des Tages nämlich auch nochmal sprechen. Aber jetzt geht es nochmal um die ganze Geschichte, wo ich ja auch schon relativ lange gesagt habe, mal guckt mal, was jetzt der Schamane dazu zu sagen hat. Naja, also ich weiß ja, was sie vorher über Tim auch gesagt hat. Und das unterscheidet sich so ein bisschen. Das unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was dann danach passiert ist. Und ich glaube halt, dass das eher, sagen wir mal so, das Ganze, glaube ich, war dann irgendwann eher einseitig. Das ist ganz interessant, dass er halt jetzt nicht sagt, dass es gespielt war, denn man hat schon den Eindruck, er sagt, es war sehr einseitig. Das heißt also, es geht wahrscheinlich in eine Richtung, logisch. Aber jetzt darf man nicht vergessen, als Kim und er aus dem Dschungel war und auch Tim, haben die ja noch zusammen gefeiert in Köln. Also er war ja noch mit Tim und mit Kim noch unterwegs, die haben gefeiert, die haben Spaß gehabt. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt hier bewusst nur sagt, dass es einseitig war und nicht, dass es abgesprochen war, weil dann würde er auch gegen Tim beefen. Und vielleicht sind die beiden sogar noch befreundet. Also das könnte der Grund sein, warum er sich jetzt hier nochmal ein bisschen, wo man nicht, wie ich persönlich einschätze, nicht ganz aufrichtig ist, weil er selber weiß, dass er dann Tim belasten würde. Ja, deswegen sagt er, es ist nur einseitig. Das heißt, er nutzt hier auch, um gegen Kim zu schießen, mutmaßlich, vielleicht auch gegen Tim, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es hier gegen Kim geht und das nicht ganz aufklärt, die Situation. Schade eigentlich. Gucken wir es mal so aus. Naja, sie hat im Dschungel ja nur gesagt, Flüche gehen raus. Also, und auch da, ich bin ja nicht ihr Therapiehund. Hofzauberer. Der Hofzauberer. Und auch nicht ihr Knecht, der sofort, wenn ist, irgendwie sofort Flüche löst. Prinzipiell kann ich das schon. Was wir auf jeden Fall gemacht hatten danach, ist, dass wir einen Liebeszauber gewirkt haben für Mike und Layla, weil ich da schon der Meinung bin,
unterstütze ich dich natürlich auch magisch, ist doch logisch. Ach komm, wie billig war das denn? Jetzt sich daran zu kletten und zu sagen, ja, also ich habe Mike und Layla einen Liebesfluch geschickt, damit die dann zusammenkommen und glücklich wären. Was für eine armselige Scharlatan-Aussage. Sich jetzt hier an ein Glück zu ketten und zu sagen, ja, also das war ja mein Fluch. Das empfinde ich, es tut mir wirklich leid, das empfinde ich wirklich als total armselig, weil es ja auch gar nicht in die Kausalität passt. Auf der einen Seite die Lügen von Kim ab Januar bis gestern zu unterstützen, die Lügen öffentlich aufrechtzuhalten, indem man ihr Instagram-Account übernommen hat, über 1, 2, 3 Wochen. Und jetzt aber zu sagen, naja, und es war ja ein Liebesfluch. Ich glaube, den einzigen Zauber, den er wirken lassen kann, ist, dass er machen kann, dass die Luft stinkt. Indem er einfach mal ganz genüsslich in seine Sofapolster furzt. Ja, ich muss das wirklich so sagen. Ich finde, diese Aussage, das war jetzt für mich wirklich wieder so ein Punkt, wo ich sage, oh, das ist richtig, richtig traurig. Hatte sie was mit The Weeknd? Naja. Nee, das habe ich euch schon erklärt. Sie hatte nicht etwas mit The Weeknd, sie hatte etwas am Weeknd. Das ist nochmal ein großer Unterschied, ja, das möchte ich hier nochmal sagen. Also, nicht etwas mit, sondern etwas am Weeknd. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Kann man mich buchen, aber natürlich, mein Schatz, Link in der Bio, da findest du meine Seite. Und dann kannst du dir ein Coaching mal ausmachen mit mir. Und dann können wir zum Beispiel, danke für den Regenbogen, da können wir mal gucken, wie sieht denn deine Aura aus? Ja, ich frage mich auch mal, wie meine Aura aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier aber gerade gesehen, dass er durch das lange Schweigen eigentlich auch den Zuschauern zu verstehen gegeben hat, nee, also das stimmt alles so nicht, aber auch das wird keinen überrascht haben. Sind da Energien in deiner Aura, die da nicht hingehören? Brauchst du noch einen Schutz? Brauchst du in irgendeiner Weise spirituelle Hilfe? Und dann kann man gucken oder deine Probleme können wir besprechen, wie wir die lösen können. Ja, dafür ist es auf jeden Fall da. Ist derzeit komische Energie? Deshalb ist halt auch der Punkt, ich meine, wenn man sich das Ganze so betrachtet, wie die Leute, aber sie ist ja jetzt in Dubai und hat jetzt eine Wohnung. Also first of all ist die Wohnung, ich glaube, irgendjemand hatte geschrieben, so komplett am Rand von Dubai und sie ist halt auch einfach nur eine Einzimmerwohnung. Na, ganz abgesehen davon hatte ich ja vorhin gesagt, so in solchen Formaten verdienst du erstmal, danke, danke ihr Mäuse, verdienst du natürlich auch in solchen Formaten erstmal gut Cash. Und wenn du mit so ein bisschen Cash dann nach Dubai gehst, ist auf jeden Fall mal eine Einzimmerwohnung auf jeden Fall drin. Also das würde ich jetzt nicht als unbedingt großes Glück bezeichnen. Aber das Problem ist, wenn man denn dann in Dubai eine ich weiß schon, was jetzt kommt, jetzt muss ich so lachen. Das Problem ist halt, wenn man in Dubai in einer Einzimmerwohnung wohnt, hat man halt folgendes Problem. Und zwar, ich zeige euch mal ein Trash-Highlight, hat man folgendes Problem. Die Jenny hat nicht mal einen BH, den sie anziehen kann. Was macht ihr denn mit uns? Sind wir Tiere hier oder wie behandelt ihr uns? Geht's noch? Aber, und das ist halt der Punkt, sie hat ja dann irgendwann das Schutzarmband von mir abgenommen. Ja, das habe ich euch in meinem letzten Video gezeigt, da ging es ja um diese Thematik. Jetzt hat er sich ja wenigstens auch zu Kim positioniert und gesagt, dass es sich um Kim handelt, war aber von vornherein eigentlich auch klar. Nachdem wir jetzt so zwischendurch keinen Kontakt hatten. Und dann wurde sie ja ausgeraubt in Miami. Dann wurde ihr Vater angegriffen. Dann wurde sie hart gestalkt. Und hatte jetzt dann ja nochmal mit dem Taxifahrer einen Unfall. Und ich sage mal, also ich habe damit nichts zu tun. Vom Stalking weiß ich zum Beispiel gar nicht. Sieht da? Also das ist gar nicht in die Trash-Highlights gekommen. Sondern sie hat ja den Schutz abgenommen. Und der Punkt ist ja der, ich kann mich halt nicht ständig in jedem Format mit Leuten anlegen, die durchaus vielleicht auch jemanden kennen, der sowas kann. Magisch zum Beispiel. Oder es reicht auch einfach schon mal ein paar böse Blicke ihr zu schicken. Ja, und dann ziehe ich halt den Schutz ab. Ja, und dann rutscht natürlich der ganze Kram nach. Ach so, diese Schutzarmbänder funktionieren im Prinzip wie so ein verstopftes Rohr. Man verstopft die Karma-Leitung. Man kann sich scheiße verhalten, man ist aber trotzdem geschützt vor negativen Sachen, aber die werden dann nicht neutralisiert, sondern durch das Schutzarmband ist das Rohr verstopft und das staut sich dann alles an. Das heißt, man ist entweder verpflichtet, dieses Schutzarmband zu tragen, bis irgendwann das Thema durch ist und man die Kiste sieht, oder aber, wenn man es abnimmt, rutscht denn alles nach? So wie eine verstopfte Kloleitung, stelle ich mir das richtig vor? Das ist natürlich ja dann nicht unbedingt super, so ein Armband. Dann würde ich doch lieber mein
mein Leben verändern, indem ich überhaupt nichts Böses anziehe, oder aber zumindest dann alles, was ich Böses anziehe, dann doch stückchenweise ablassen. Oder man muss das Armband jeden Tag für eine Stunde abnehmen, um denn dann das ein bisschen zu dosieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist ja logisch. So, ne? Außerdem sind wir seit Ende Juni im Saturn rückläufig. Mhm. Und Saturn ist halt der Planet des Karmas. Danke. Ach so, ich dachte, da kann ich mir einen neuen Toaster kaufen, wenn meiner kaputt geht. Schön. Das bedeutet, dass der jetzt aktuell dafür sorgt, dass Menschen einfach ihre Quittung bekommen für ihr Verhalten der letzten Monate. Der letzten Monate war noch der Entschluss, den er hier gesagt hat. Dann hoffen wir mal auch, dass er die Quittung für die letzten Monate noch bekommt, als er Kim so sehr unterstützt hat. So, jetzt werden sich natürlich einige fragen, Mensch, Danny, und diejenigen werden sich fragen, die meine anderen Videos nicht kennen, Mensch, Danny, nein, das ist schon so ein Bereich, der ist auch ernst zu nehmen. Absolut, ich möchte es hier an dieser Stelle noch einmal sagen, ich mache mich nicht über den Schamanen an sich lustig, über diesen, sagen wir mal, im anderen Bereich lustig. Ich mache mich über jemanden lustig, der hier der Meinung ist, Flüche verkaufen zu können und sich damit brüstet, dass es Menschen schlecht geht, etc. Noch einmal, der Schamane, also ein Schamane, der tut etwas Gutes, der ist für Heilung, der ist für die Gesundheit da, der ist für die Geister da. Aber der macht das nicht so. Ja, das ist eine ganz, ganz furchtbare Art und Weise, diesen ganzen Bereich in Misskredit zu bringen. Gut, gucken wir uns natürlich jetzt nochmal ganz kurz Mike an. Das Video ist hier heute etwas länger, das macht aber nichts, denn Mike, der kann nämlich jetzt aufatmen, denn durch die Unterstützung vom Schaman ist es natürlich für ihn jetzt auch, sagen wir mal, eine kleine Befreiung, dass jetzt auch er hier einen neuen Zeugen hat. Und wir hören mal bei Mike rein. Was geht ab, Freunde? Wenn ihr jetzt hier angekommen seid, habt ihr euch das Ganze gegeben. Also ich bin ja nicht der Typ von irgendwelchen öffentlichen Streitigkeiten, aber wenn die Wahrheit ans Licht kommt, bin ich immer dabei, die Wahrheit zu unterstützen. Ja, und ja, hier ist sie. Ist irgendwie ein Zufall, Ironie des Schicksals, wie man das auch immer nennen will. War gerade durch Zufall, weil Leila auf TikTok auf einmal war da live angezeigt, geht rein und dann erzählt er da komplett alles, wie es eigentlich ist oder wie es eigentlich ist. Die ganzen Sticheleien von ihr und so, ihr seht das. Also wer jetzt noch Glauben schenkt, da kann ich dann auch nichts mehr machen. Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, die Wahrheit kommt immer ans Licht und ja, jetzt habt ihr es gesehen, nochmal unterstrichen. So, bitteschön, Dankeschön und bis später. Ja, und das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Statement nochmal und deswegen habe ich ihn jetzt auch noch mit reingenommen, weil ich einfach es finde, dann sollte die Öffentlichkeit aber auch wirklich erfahren, dass hier einfach ihm, also Mike, schlecht zugespielt wurde. Selber schreibt er noch, schönes Gefühl, sein Recht zu bekommen, habt immer Geduld und bleibt gut im Menschen und dann kommt alles von alleine und wir spuren jetzt nochmal ein bisschen vor, denn es gab nochmal ein Statement, was ich dann doch nochmal ganz gut fand, das kam nochmal im Anschluss und dann war es bei Mike aber auch vorbei und zwar dieses hier. Boah, eine Sache kann ich euch noch sagen, das Schlimme an der Reality-Szene, dass es immer mehr solcher Leute gibt, die so mit Missionen kommen, um aufzufallen, um Schlagzeilen zu machen, Aufmerksamkeit, Sendezeit, alles, alles, alles. Valentina! Ja, doch. Und nicht nur, aber meistens die, die dann so sind wie sie, Streit und dies und das und so. Leider ist das so. Also, ich mache das Ganze jetzt schon 7 Jahre. Ich glaube, ihr habt schon über Jahre lang viel von mir gesehen. Und das habe ich noch nie gemacht. Naja, leider ist das so. Und ja, ihr seht ja auch, dass das bei manchen dann so zieht und dann irgendwie weitergeht. Aber ich bin so ein Typ, ich stehe lieber morgens auf und gucke gerne im Spiegel und weiß, dass ich bin. Ja, und wenn es dann weniger interessant ist, als zu streiten, dann ist das halt so, war noch der letzte Schluss. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, tolle Schlussworte von Mike, deswegen habe ich sie mit reingenommen, denn erstmal möchte ich ihm recht geben, ja, Mike fällt im Trash-TV nicht mit inszenierten Beefereien aus. Das ist einfach so, er ist schon im Trash-Bereich jemand, wo ich sage, da weiß man schon, was man sieht und was man bekommt. Deswegen kann ich ihm hier recht geben. Diese ganze Geschichte, ich habe sie ja immer parallel direkt gleich mit euch besprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich finde es gut, dass der Schamane jetzt ausgepackt hat, beziehungsweise er jetzt die Wahrheit gesprochen hat. Das finde ich persönlich gut. Ich finde es persönlich richtig. Ich hinterfrage hier aber dennoch, und deswegen kann ich ihm hier keine 1 plus geben, sondern hinterfrage trotzdem auch sein Verhalten, seinen Charakter, warum er selber hier 7 Monate wartet und jetzt erst über Kim auspackt und erst jetzt darüber spricht, nur weil er mit ihr persönlich ein freundschaftliches Defizit hat. Das heißt für mich persönlich, und das ist meine Einschätzung, wie wir alles auf diesem Kanal, ist das für mich
dennoch ein ganz, ganz, ganz schlechter Charakter. Tut mir wirklich leid, dass ich das so sage. Der Schamane hat es wissentlich in Kauf genommen, dass hier ein Mensch in der Öffentlichkeit falsch dargestellt wird, falsch verurteilt wird, und dann empfinde ich das einfach als sehr, sehr, sehr schäbig, auch wenn er hier im Chat sehr gefeiert wurde, also in seinem TikTok-Live-Chat, dass er jetzt die Wahrheit spricht, muss ich einfach sagen, ja, ich kann diese eine Situation jetzt bestimmen und kann sagen, jetzt hat er was Richtiges getan, aber alles, was vorher war, war einfach nur richtig, richtig mies, und dafür kann ich auch leider keine großen lobenden Worte finden, meine Lieben. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr fühltet euch gut unterhalten, gut informiert, dann abonniert gerne den Kanal. Es fehlen nur noch 12, da haben wir es geschafft, 33.600. Teilt gerne dieses Video, das ist natürlich der größte Support. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen schönen Tag, sehen uns aber heute nochmal wieder um 11 Uhr und um 14 Uhr. Ich freue mich auf euch, macht es gut.